An dieser Stelle möchte ich noch einen extra Dank loswerden. Danke an die Mitarbeiter des Hintertupfer Gletschers. Die haben uns nämlich ganz außergewöhnlich geholfen beim Dreh für diese Serie. So, jetzt zum nächsten Thema. Der Ironman auf Hawaii, der wohl außergewöhnlichste Extremsport-Event der Welt. Letzten Sonntag haben wir ganz aktuell von den Siegern berichtet. Heute geht es um die zahllosen, wirklich zahllosen anderen Helden dieses unvergleichlichen Spektakels. Es geht zum Beispiel um Iron Doc, Andreas Zubeck vom St. Anna Kinderspital, der den Ironman auch zugunsten krebskranker Kinder bestreitet. Oder der erst 21-jährige Barbara Tesa, die seit ihrem Ironman-Debüt nur noch Iron Barbie genannt wird. Und wir staunen schon, wie diese beiden den berühmtesten und schwierigsten Triathlon der Welt auf gesunden Beinen bewältigen. Nicht zu fassen ist es dann, unter welchen Voraussetzungen manch anderer Athlet dieses unglaubliche Abenteuer bewältigt. Nur wenige kommen nach Kailua Kona, um den Ironman zu gewinnen. Es gibt andere, vielleicht bessere Gründe. Andreas Zubeck hat einen davon. Das Schlüsselerlebnis ist, dass es 1999 war, zu Weihnachten, hat ein Fernsehsender ein Video ausgestrahlt hier von dem 1999-Bewerb vom Ironman. Und dort war am Start das Team Hoyt, das ist der damals 59-jährige Vater mit seinem 37-jährigen schwerstbehinderten Sohn, den er da durch die ganze Strecke mehr oder minder durchbefördert, im Schlauchboot, auf diesem speziellen Fahrrad. Und da habe ich mir damals gesagt, was der fast 60-jährige Mann schafft mit seinem Sohn, das kannst du auch. Barbara Tesa ist die drittjüngste Dame, die auf Hawaii an den Start geht. Für sie ist Erfüllung, worin andere nur Schmerz und Qual sehen. Ich bin beim ersten Ironman aus dem Wasser gestiegen, bin ich aufs Rad gestiegen und ich habe gesagt, wow, das ist meine Sportart und das ist es. Genau wie 100 andere geht Iron Barbie mit dem Bewusstsein ins Rennen, dass der Tag wohl zu kurz dafür sein wird, um vor Einbruch der Dunkelheit im Ziel zu sein. Die Gedanken sind längst nicht mehr auf die zahlreiche Konkurrenz, sondern nur mehr auf sich selbst gerichtet. Und in Ausnahmefällen auf die Kampfrichter. Inmitten der trostlosen Lavafelder gehört die Konzentration bald wieder wesentlicheren Dingen. Knapp 40 Grad liegen in der Luft, 60 auf dem Asphalt. Andreas Zubeck leidet. Mit seiner enormen Selbstüberwindung will er allen krebskranken Kindern Mut und Zuversicht geben, die im St. Anna Kinderspital behandelt und betreut werden. Sämtliche Sponsorengelder fließen ohnehin in die Kinderkrebsforschung. Nicht aufgeben ist nicht nur sein Motto, sondern auch jenes des querschnittgelähmten Marc Herremanns. Vor zwei Jahren wird der Belgier auf Hawaii noch Sechster. Nach einem Radunfall kehrt er ein Jahr später im Rollstuhl wieder. Sein Traum ist die Ziellinie, doch Krankheit zwingt ihn zur Aufgabe. Dieses Jahr ist seine zweite Chance. Andreas Zubeck erreicht nach knapp 11 Stunden das Ziel, getragen von unglaublichem Willen und innerer Überzeugung. Ich habe immer wieder daran gedacht, auch in den Momenten, wo ich gedacht habe, jetzt muss ich aufgeben, dass ich gesagt habe, ich mache es eigentlich für eine gute Sache und das hat mich dann immer wieder nach vorn geworfen. Etwas mehr als eine Stunde später hat auch Barbie Tesa ihr Ironman Hawaii-Debüt vollendet. Fünf Stunden bleiben allen, die noch auf der Strecke sind.
Keremans hat sich dieses Jahr seinen Traum von der Ziellinie erfüllt. Allein mit der Kraft seiner Arme. Für die Triathleten, und wenn Sie die Arbeit des St. Anna Kinderspitals unterstützen wollen, und das sollten wir eigentlich wirklich alle tun, dann spenden Sie bitte bei der Raiffeisenbank Wien mit der Kontonummer 62 02 808, Kennwort Ironman 2003. Und wie immer am Ende dieser Sendung kurz zur deutschen Bundesliga, ganz aktuell die Ergebnisse: Bayer Leverkusen schlägt Borussia Mönchengladbach.